Menschenrechtsprojekt ist der Versuch, die Maßnahme quasi Menschenrechte den Menschen überhaupt bewusst zu machen. Das Menschenrechtsfestival ist ein sehr, sehr schönes Festival, was jedes Jahr hier in Ehrenfeld stattfindet. Das ist ein Tag, an dem es die Möglichkeit gibt, sich halt inhaltlich zu bestimmten Themen zu informieren. Es gibt ganz viel schöne Live-Musik, es gibt was zu essen, es gibt Workshops. Es gibt auch viele Infostände von Kölner Initiativen, die sich selbst dort vorstellen können. Es geht um Menschenrechte inhaltlich, aber man hat auch super viel Spaß. Man verbindet irgendwie das Inhaltliche mit dem Feiern. Das vierte Kölner Menschenrechtsfestival hat im Grüngürtel hier in Köln stattgefunden, im Quäker Nachbarschaftsheim. Auf dem Menschenrechtsfestival treten verschiedene Bands auf, aber immer mit einem multikulturellen Hintergrund, wenn man so möchte. Also als Bands vor Ort an dem Tag waren einmal Mondo Mashup, also sozusagen als Hauptact, dann Elektro Huffies, dann die Gruppe Greed, die Dub macht, und die Band Hero Hero. Ja, so inhaltliche Highlights waren noch eine Ausstellung, die wir kuriert haben und die wir ausgestellt haben über den Hambacher Forst. Hier im Allerweltshaus gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen, denen viel daran gelegen ist, dass es dieses Festival auch weiterhin geben wird, weil es einfach ein so schönes Zeichen ist und ein so schöner Tag für so viele Menschen. Wir versuchen, das zu etablieren, dass man in den nächsten Jahren auch nicht mehr darauf verzichten kann.